Guten Tag, mein Name ist Klaus Hebold und ich leite zusammen mit dem Kollegen Thomas Giel die Forum Klinik in Köln. Und ich zeige Ihnen heute Teil 2 zum Thema Simulation vor Nasen-OP. Teil 1 finden Sie auf unserer Homepage www.forum-klinik.de. Und heute geht es um die Frage, was geht und was geht nicht. Und da ist das ganz große Thema die Haut. Die Haut ist nämlich etwas, was wir praktisch nicht verändern können. Ich möchte Ihnen so ein bisschen zeigen, wie die Haut beschaffen ist. Hier im Bereich der Nasenwurzel, hier haben wir typischerweise eine Dicke von 1 mm. Im Bereich des Übergangs von Knochen zu Knorpel eine ganz dünne Dicke von nur 0,5 mm. Und oberhalb der Spitze, da wird die Haut oft relativ abrupt richtig dick. Manchmal sieht man auch so eine Porigkeit, die ab hier beginnt. Und die Haut hat eine Dicke von 3 bis 7 mm. So eine Haut schrumpft nicht gut und passt sich einem kleineren Nasenskelett nur schlecht an. Und das bedeutet, wir müssen äußersten Respekt bei der Planung diesem Umstand widmen, damit nichts schief geht. Ich zeige Ihnen das nochmal im OP-Bild. Achtung, gleich folgt ein OP-Bild. Das ist nicht schlimm, aber ganz sensible gucken weg. Hier sehen wir oben eine Nase, die wir am Nasensteg geöffnet haben. Die beiden anderen Schnitte sind innen drin. Und wir können jetzt die Haut richtig gehend zurückklappen. Wir sehen innen das Skelett aus Knorpel und Schleimhaut und Fettgewebe und wir sehen hier die Haut. Und man sieht, die Haut, das ist nicht irgendwie nur so eine Folie, sondern das ist richtig so ein dicker Klops, der richtig der Nase sogar Struktur gibt. Und wenn wir das uns einmal angucken in diesem Bild, hier haben wir eine Patientin, die wünscht sich verständlicherweise eine niedrigere und schmalere Nase. Das heißt, die Fläche wird deutlich kleiner. Von da nach da. Die Haut muss erheblich schrumpfen. Und wenn wir uns mal die Haut vorstellen, die wäre wie so ein Gummiband und wir entspannen, sprich verkleinern den Abstand, dann wird das Gummiband dicker. Dieser Bereich nimmt zu. Nochmal zurück, gespannt, entspannt. Und dasselbe passiert mit der Haut der Nase. Von hier nach hier nimmt die Hautdicke sogar zu. Und das müssen wir berücksichtigen, damit nichts schief geht. Hier haben wir mal eine Simulation, wie es aussehen würde, wenn es schief ginge. Hier ist die Haut nicht richtig geschrumpft und die liegt wie so ein Klops oberhalb der Spitze. Das Ganze nennen wir Papageienschnabelnase. Das ist sehr unschön. Da ist es oft unschöner, wenn sowas entsteht, wenn eine Operation erfolgt ist, als im nicht operierten Ursprungszustand. Es gibt aber Lösungsansätze. Wenn man eine dicke Haut hat oder eine problematische Haut und eine große Nase hat, kann man trotzdem etwas erzielen. Und das, was wir erzielen, beruht auf dem Prinzip, dass es in der Nasenchirurgie mehr um Proportionen geht als um absolute Werte. Und da möchte ich Ihnen ein bisschen etwas dazu erläutern. Hier haben wir die Projektion. Der Pfeil zeigt an, was die Projektion bedeutet. Dieser Pfeil zeigt an, was die Länge bedeutet. Und Projektion und Länge stehen bei einer schönen Nase typischerweise in so einem Verhältnis von 65%. Und schauen wir uns die Nase an. Hier ist die Projektion kein bisschen anders als bei der Nase. Sie ist genau gleich, aber diese Nase hat einen tiefen Running Point, hier zu Simulationsvideo Nummer 1. Sie hat einen etwas exkavierten Running Point, es geht sehr tief rein und dann kommt ein überhöhter Nasenrücken und diese Strecke, die ist relativ kurz und dadurch entsteht ein Verhältnis von 80%. Und diese Nase wirkt klotzig und grob, obwohl sie gar nicht weit vom Gesicht absteht. Und alleine durch diese Korrektur, Anheben des Running Point und Reduzieren dieses Höckers bei Beibehalten der Projektion der Nasenspitze macht die viel eleganter. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ein Chirurg würde nicht erkennen, was es hiermit auf sich hat und würde lediglich den Höcker abtragen. Dann entsteht so etwas. Und das ist scheußlich. Das ist ein fehlerhaftes Konzept ohne Berücksichtigung des Running Points. Diese Nase wirkt operiert und die wirkt irgendwie immer noch groß und zudem unnatürlich. Und das liegt daran, dass jetzt auch trotz OP die Verhältniszahl bei 85% liegt. So wäre es richtig gewesen. Mir gefällt mein Profil nicht. Das ist relativ häufig etwas, was Patienten äußern. Und ich habe mal hier eine Patientin simuliert, die hat einen tiefen Running Point, die hat einen Höcker,
Die Nasenspitze ist in der Tat stark projiziert und zeigt auch so ein bisschen nach unten. Und zusätzlich ist auch der Rim verzogen und die ganze Nase wirkt irgendwo, gibt dem Gesicht so etwas Vogelhaftes. Und wenn ich aufgefordert wäre, hier zu simulieren, was möglich wäre, dann käme ich etwa zu so einem Ergebnis. Hier haben wir den Running Point angehoben, den Nasenrücken begradigt, die Spitze zurückgenommen, den Winkel zwischen Nase und Gesicht etwas vergrößert, den Columella Break verbessert und den Rim korrigiert. Ich mache es nochmal zurück, hin und her. Und das ist etwas, was ich hier bei der Haut der Patientin für realistisch halten würde. Aber ich bin ziemlich sicher, dass diese Patientin, wenn sie so eine Simulation vor OP sehen würde, immer noch nicht glücklich wäre. Und es käme der Satz, ich hätte mir vorgestellt, diese Nase sollte noch etwas kleiner werden. Im Grunde, bei dieser Art Gesicht kann die Nase kaum klein genug sein, um ein tolles Profil zu erzielen. Und deshalb zeige ich Ihnen jetzt mal Folgendes. Hier sehen Sie auf der linken Seite dasselbe Bild, was wir gerade gesehen haben. Und rechts sehen Sie ein Bild, bei dem Sie spontan sagen würden, das Profil ist okay und die Nase wirkt auch kleiner. Sie ist aber genau dieselbe Nase. Die Nase links und rechts sind nur überblendet. Es ist exakt dieselbe Nase. Was wir geändert haben, ist das Kinn. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist beim Profil, bei der Profilanalyse. Wir müssen auch auf das Kinn achten. In diesem Fall haben wir einfach das Kinn etwas nach vorne gebracht. Das kann man mit Hyaluronsäure oder mit Eigenfett tun. Oder noch mit vielen anderen Methoden, ist oft nicht sehr aufwendig und damit kann man eine Profilkorrektur erreichen, die man mit der Nasenkorrektur alleine nicht erreichen kann. Und wenn wir jetzt nochmal links schauen, den Ausgangszustand und rechts die Korrektur, wo alle Dinge berücksichtigt sind, der Nasenrunning Point, der Nasenrücken, die Deprojektion der Spitze, die Anhebung der Nase, der Columella Break, der Nasolabialwinkel, der Rim und das Kinn. Und dann sieht man, dass man mit vielen kleinen Kunstgriffen eben trotz problematischer Haut auch ein gutes Ergebnis erzielen kann. Ich habe Sie jetzt sehr strapaziert mit vielen Bildern und vielen Erläuterungen. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem geholfen, ein bisschen weitergebracht. Wir freuen uns immer, wenn unsere Patienten auch vor einer Beratung gut informiert sind. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich von Ihnen aus der Forum Klinik in Köln.